ihr Lieben, ich bin's wieder, die Maya von Stempelhexi Maxi. Herzlich willkommen zu meiner Halloween-Reihe Tag 2 heute. Ich möchte euch gerne diese Verpackung heute zeigen. Es ist eine ganz einfach kleine Verpackung, die ist schnell gemacht und da passen 3 kleine Bonbons rein. Für Halloween zum Verschenken eine schnelle kleine süße Idee. Und ich zeige euch jetzt, wie ich die gemacht habe. Dafür brauchen wir unser Schneidebrett und ein Stück Designerpapier, wieder aus dieser Serie Monster Party. Da nehme ich mir ein Stück mit dem Spinnengewebe. Auf der Rückseite, ja, aber wir nehmen das Spinnengewebe heute. So, und dafür brauchen wir ein Stück, was 6 Inch, wir arbeiten wieder in Inch-Angaben. 6 Inch mal 4,5. So. Dann auf der kurzen Seite bei den 4,5 Inch falzen wir bei 3/4 Inch. Das ist hier. Das mache ich auf der Seite. Falze ich hier. Und dann drehen wir das Blatt und falze es bei 3 Inch. Jetzt nehmen wir die lange Seite, die 6 Inch Seite und falzen dort bei 2 Inch. Bei 2 3/4. Bei 4 3/4. Und bei 5,5. So. Dann können wir das beiseite legen. Und wir falzen jetzt erstmal alle Linien nach. Falzbein wäre auch gut. Hier haben wir die Klebelasche. So, hier ist die kurze Seite und hier oben haben wir eine bisschen breitere Seite. Hier unten ist der Boden, da brauchen wir eine Schere und dann schneiden wir uns das jetzt mal ein. So, hier unten der Boden, einfach bis zur Falzlinie einschneiden. Und hier unten die Ecke, die schneiden wir weg. Aber den Boden schon mal fertig. Hier oben schneiden wir praktisch bis dorthin, hier an der ersten Falzlinie, bis dorthin ein. Man sieht es richtig schwer auf dem grauen Papier. So. So. Ja, ein bisschen schief geschnitten, ne? Meine Güte. So. Sieht man nachher aber nicht mehr. So, dann können wir das jetzt hier zusammenkleben. Hier haben wir die Klebelasche. Da machen wir ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. So, kleben die zusammen. Dann wollen wir den Boden zusammen machen. Und dann habt ihr auch einen sauberen Abschluss. So.
Dann prämen wir uns das wieder ab und kleben sie zu. So. So, da ist eigentlich eure Verpackung schon fast fertig. Ich runde jetzt noch die Ecken hier oben ab. So, dann kann man die schon zusammenstecken. Haben wir die Verpackung schon fertig. So, für die Verzierung, da habe ich Folgendes genommen. Und zwar das Stempelset Erntegrußfest. Da habe ich den Kürbis genommen und das Gesicht. Und das habe ich auf Kürbisgelb gestempelt. In Kürbisgelb. Nehmen wir uns ein Stück Restpapier. Kürbisgelbe Stempelfarbe. Dann machen wir einen Stempelblock. Und dann stempeln wir uns den in Kürbisgelb. So. Dann brauchen wir auch das Gesicht. So, das Gesicht stempeln wir uns in Memento. Und stempeln ihn auf. So, das ist unser Kurs fertig. Und jetzt stanzen wir das nur noch aus. Mit der tollen Apfelstanze. Der ist noch zu lang. So, jetzt ausstanzen. Dann brauchen wir noch einen Spruch. Den stempeln wir uns auf Flüsterweiß. Und da habe ich den Spruch genommen. It's Halloween von dem Stempelset The Raven. Dann brauche ich noch einen Stempelblock. Und den habe ich gestempelt in Blutorange. Wo war der Blutorange da? So, It's Halloween. Und das schneiden wir uns jetzt aus. So. Und dann können wir das schon alles auf unsere Verpackung kleben. Und schon habt ihr eine Verpackung fertig. So schnell kann das gehen. Ne? So, kommt der Spruch da noch auf. Schön, dass man die Reste auch verbrauchen darf. Die passen nämlich so gut darauf. So. So. Sehr schön. So, das wir wieder rauskriegen hier. Dann machen wir noch ein paar Bonbons rein.
nehme mal die jetzt hier kurz. So. Und dann ist die Verpackung fertig und ihr habt eine Kleinigkeit zum Verschenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft es gerne nachbasteln. Würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Nachbasteln. Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Halloween-Video. Bis dann. Tschüss.